Hallo meine Liebe, richtig super, dass du heute da bist. Es ist nämlich wieder Zeit für ein neues Workout. Heute mal nicht ganz so kurz und nicht ganz in den Alltag integrierbar, aber dafür total sinnvoll und wirkungsvoll. Du trainierst heute alles zwischen deiner Brust und den dicken Zehen. Das heißt, wir werden uns aufwärmen, wir werden am Ende einen Cooldown machen und dazwischen machen wir 4 Runden von 3 bestimmten Übungen. Du machst so gut es geht mit, du wirst dieses Workout bestimmt öfter durchführen. Wenn ich 10 mache und du schaffst nur 3, ist das total egal. Es ist immer wichtiger, dass du eine gute Ausführung hast, als dass du irgendeine Wiederholungszahl schaffst. Das kommt von ganz alleine. Wir wollen uns als Mutter einen richtig geilen Körper aufbauen, eine feste Mitte, einen flachen Bauch, einen geilen Arsch und natürlich einen maximal festen Beckenboden. Denn dann können wir unser Mutterleben richtig genießen. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen während und nach der Schwangerschaft. Ich habe meine eigene Akademie gegründet, wo ich den Frauen helfe, ihre Ziele wirklich zu erreichen, bis sie stolz mit dem Bikini durch die Gegend laufen und wie gesagt sich einen richtig festen Beckenboden und Korsettmuskel aufgebaut haben. Viel Spaß bei diesem Video! Noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wenn du die Übung noch nicht kennst oder noch nicht so gut kontrollieren kannst, geh bitte erst ans Ende des Videos, um dir die einzelnen Übungen anzugucken. Da erkläre ich dir das. Ich blende hier mal ein, ab welcher Minute das Ganze startet. Einfach vorspulen, Übung angucken, wieder zurück und dann machen wir jetzt hier weiter. Wir beginnen damit, dass wir uns etwas breiter hinstellen. Die Füße sollten einen guten Kontakt zum Boden haben, leicht in die Knie. Geraden Rücken, Beckenboden fest. Das heißt, von rechts und links zusammen, von vorne und hinten zusammen, alle 3 Körperöffnungen schließen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, hier nochmal eine Infocard, dass du auf ein Video gehen kannst, das es erklärt. Okay, festhalten. Dazu nehmen wir den Korsettmuskel. Du hast die Haselnuss im Bauchnabel. Zieh die Haselnuss ein und die Haselnuss einquetschen. Du willst den ganzen Korsettmuskel nach vorne ziehen, wie die Sonne mit ihren Strahlen. Und die Strahlen wollen jetzt alle in die Mitte rein. Auch hier nochmal ein Hinweis, ein Video, wo du das Ganze nochmal üben kannst. Achte dabei darauf, dass die Schultern unten bleiben, Schultern hinten zusammen und halten, halten, halten. Diese Spannung solltest du dir immer wieder angewöhnen. Die brauchen wir jetzt die ganze Zeit. Okay, gut. In dieser Position fangen wir an mit Schulterkreisen. Einmal Schulterkreisen, einmal mit den Armen. Schulterkreisen, Arme. Schulterkreisen, Arme. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir beachten nochmal, Beckenboden rechts, links, vorne, hinten, alle 3 Öffnungen schließen und den Korsettmuskel alles nach vorne holen, die Haselnuss einziehen und zusammendrücken. Schultern und Arme andersrum. 1, 2, 3, 4, in deinem Tempo, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Gut, lockern. Die Füße dichter zusammen, Grundspannung wieder aufbauen, rechts, links, vorne, hinten, alle 3 Körperöffnungen schließen, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und im Wechsel die Knie hoch und runter. Beckenboden fest, Korsett fest. Knie einfach vorne hoch und die Knie seitlich hoch. Beckenboden fest, Korsett fest. Wieder vorne hoch. Im Wechsel alle 3 Beckenbodenanteile. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen. Und nochmal außen. Beckenboden fest, Korsett fest. Wir gehen weiter auseinander mit den Füßen, leicht in die Knie.
Die Knie bleiben unten und die Fersen zum Po. Beckenboden fest. Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen, Schulterblätter sind unten, Schulterblätter zusammen. Beckenboden nochmal kontrollieren, Korsett kontrollieren. Okay. Gut, kurz ausschütteln. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen warm. Jetzt machen wir 4 Runden von den 3 Übungen. Und zwar von den High Knees. 10-mal jede Seite. 5 Squats, das heißt Kniebeugen. Und wir machen langsame Sprawls, das heißt, das sind halbe Burpees. Und davon eben 10. Also 10, 5, 10. Und das Ganze 4-mal. Aber ich mache ja vor, du machst einfach hinterher. Wenn du länger brauchst, nur deine Anzahl machen. Okay, wir starten jetzt 10-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 Kniebeugen. Breitbeinig hinstellen, Arme einparken, Gewicht hinten auf die Ferse. 1, 2, 3, 4, dein Tempo, 5. Was macht die Grundspannung? Weit genug vorne hinstellen, Grundspannung, Haselnuss fest, Beckenboden fest. Hände runter, 1, 2, 3, 4, hoch, runter. 1, 2, 3, 4, hoch. Grundspannung, Beckenboden. 3, 4, Grundspannung, 5, 6, 7, denk an die Grundspannung, 8, 9, 10. Erste Runde vorbei. Wir beginnen wieder von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anderes Bein. Denk an die Grundspannung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kniebeugen. 1, 2, 3, 4 und 5. Hinstellen, wieder andrehen, Beckenboden, Korsett fest und 1, 2, 3, 4, 1. Beckenboden fest, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, Beckenboden, 9, letzten, 10, Hälfte schon geschafft, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anderes Bein. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nimm dir kurz die Zeit, Beckenboden. Alle drei Anteile, Korsett fest, Schulterblätter runter, Hände einparken. Und 1, 2, 3, 4, und 5. Wieder drehen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Die Grundspannung ist immer das Wichtigste. Nochmal von vorne, rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Haselnuss zusammenziehen, Haselnuss einziehen. Und wir beginnen von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite. 2, 3, 4, 5. Grundspannung. 6, 7, 8, 9, 10. Bei etwas breitbeiniger, ganz wichtig, wieder Beckenboden, Haselnuss festhalten. Und 1, 2, 3, 4. Beim Hochgehen Beckenboden nachspannen. Und umdrehen. 1, 2, Beckenboden. 3, 4, 5, Beckenboden, Grundspannung, 6, 7, 8, durchhalten, 9, Beckenboden, Korsett und 10, super. Kurz schütteln, ausschütteln. Okay, nochmal die Schultern kreisen, nur die Schultern. Und versuchen tief zu atmen. Durch die Nase ein, immer noch alle drei Anteile von Beckenboden fest. Von rechts nach links in die Mitte ziehen. Von vorne nach hinten in die Mitte ziehen. Alle drei Körperöffnungen unten schließen. Die Haselnuss einziehen und zusammen, du bist ringsrum fest. Andersrum die Schultern kreisen. Aufrechter Stand. Guter Kontakt mit den Füßen zum Boden. Versuch durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus. Wir haben die zweite Richtung der Schultern. Okay, super. Ganz ruhiges Gehen. Hände sind vorne. Mit der Einatmung geht's hoch. Und mit der Ausatmung runter. Dein Tempo der Atmung, so je nachdem wie angestrengt du bist, so langsam wie du kannst, aber ohne dass es Quälerei ist. Beim Hochgehen einatmen, beim Runtergehen ausatmen. Einen letzten. Und noch einmal. Okay, super. Dieses Training kannst du natürlich immer wieder variieren. Ich habe extra alles ohne Sprünge gemacht, so dass der Beckenboden das auch durchhalten kann. Beim nach vorne beugen ist hier vorne die Spannung unglaublich wichtig. Achte darauf, dass du wirklich deine Grundspannung immer hältst. Aber jetzt ist es mir nochmal wichtig, dir die einzelnen Übungen nochmal richtig zu zeigen. Wir besprechen jetzt die High Knees. Das heißt, es gibt ja verschiedene Varianten. Wenn man hinterher total fit ist, noch nie ein Kind bekommen hat, dann kann man entweder zu den Händen oder die Arme mitnehmen, mit Sprung. Aber da der Beckenboden das in den meisten Fällen nach Schwangerschaften nicht hält, nutze ich immer unterschiedliche Varianten. Die einfachste Variante ist wirklich, sich einzuhaken, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen. Und im Wechsel die Knie hoch. Je nachdem, wie beweglich du bist, versuchst du schon auf 90 Grad hochzukommen. Das heißt, so kannst du dich ziemlich gut darauf konzentrieren. Beckenboden nicht vergessen, Korsett nicht vergessen. Immer die Grundspannung halten, Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Die andere Variante, damit es ein bisschen schnelleres Tempo ist, ist dann jede Seite eine bestimmte Anzahl zu nutzen. Danach kommt die andere Seite und so hast du schon für deinen Puls schon ein bisschen mehr getan und auch vom Muskel merkt man es doller. Steigern kann man das sowohl den Wechsel als auch die gleiche Seite durch die Arme. Nimmst du die Arme hier ran, findet das Ganze mehr untenrum statt. In dem Moment, wo du die Arme dazu nimmst,
nimmst du die Körperdiagonale. Das heißt, im Wechsel wäre das so, geht das rechte Knie hoch, geht die linke Hand nach vorne. Und hier nehme ich das aus der Schulter heraus. Du siehst, meine Ellbogen machen nichts. Die sind immer in der gleichen Position. Und wenn wir immer eine Seite machen, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann käme die andere Seite. Genau. Und wenn du hinterher merkst, dass du meine Workouts machst, der Beckenboden hält das gut und du willst mal so ein ganz bisschen üben, dann kannst du sagen, die Male, wo du noch nichts merkst vom Beckenboden, mache ich das Ganze schon mit mehr Sprung, mit mehr Schwung. Aber hör sofort auf damit, bevor du schon merkst, dass es jetzt dir rauslaufen würde. So kannst du die High Knees auf jeden Fall schon super benutzen, auch wenn dein Beckenboden und so weiter noch nicht ganz so fit sind. Die Squats, das sind die sogenannten Kniebeugen. Das heißt, klingt ein bisschen netter, aber es ist eigentlich das Gleiche. Hier solltest du darauf achten, dass du mit den Fußspitzen nicht zu weit nach vorne gehst. Das heißt, im Prinzip stellst du dir vor, hinter dir ist ein Stuhl oder ein Hocker, der ist ein bisschen zu weit weg und da willst du dich draufsetzen. Wie weit du dabei kommst, musst du selber erstmal gucken. Viele haben irgendwas mit den Knien, aber es ist nicht das Richtige, die Knie auszusparen, sondern sie brauchen Bewegung und sie brauchen auch Belastung. Gelenkflächen brauchen Belastung. Und wenn du am Anfang nur kleine machst und irgendwann merkst, dass es besser wird, bleib in dem Rahmen, den du gut halten kannst. Je nachdem, wie weit du kommst, ich nehme die Hände immer gerne vorne zusammen, dann habe ich so ein Gegengewicht, gehst du runter und bleibst mit dem Gewicht, ich habe jetzt zum Beispiel kein Gewicht auf dem Vorfuß, gehst runter und kommst wieder hoch. Die Bewegung ist erst zu Ende, wenn dein Becken ganz vorne ist und du merkst, du kannst die Arschbacken richtig zusammenkneifen. Steige einfach, geh immer etwas tiefer, aber es ist immer wichtiger, die Grundspannung zu halten. Alle drei Beckenbodenanteile und das Korsett, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen. Und dann kannst du auch unglaublich gut die Squats bzw. die Kniebeugen nutzen. Steigern kann man doch immer noch. Die Burpees. Jeder hat es meistens schon gehört und wenn nicht, sie sollten irgendwann mal in dein Leben treten, denn mit einer Übung kann man, glaube ich, gar nicht viel mehr erreichen. Super anstrengend. Jetzt ist aber noch nicht der Zeitpunkt, die ganzen Burpees durchzuführen. Denn oft ist es gut, wenn man die Sprünge erstmal weglässt. Und die einfache Variation nennt man Sprawls. Das heißt, du gehst nicht bis runter zum Boden, sondern gehst nur in diese Liegestützposition. Hier gibt es eben auch verschiedene Varianten. Wir nehmen wirklich die einfachste, meiste Zeit und du steigerst dann so, wie du das selber halten kannst. Bevor du anfängst, Beckenboden fest, alle drei Anteile vorne, hinten zusammen, rechts, links zusammen, alle drei Körperöffnungen schließen, Haselnuss fest und aufrecht sitzen bzw. stehen. Jetzt gehen wir mit den Füßen, du musst weit genug vorne stehen, damit du hinten Platz hast. Jetzt gehst du mit den Händen nah an die Füße. Hier denk an deine Rektusdiastase, du musst es vorne zusammenziehen. Wenn du merkst, es geht dir noch auseinander, geh lieber ein bisschen in die Knie oder dann in dem Fall doch weiter nach vorne. Oder passt die Übung insgesamt an, ne? Dass du dann vielleicht schon mit dem Bein nach hinten gehst. Such die Variante, die du halten kannst. Wenn es klappt, abstellen, ein Fuß nach hinten, anderen Fuß, du bist in der Liegestützposition, ein Fuß nach vorne, anderen Fuß nach vorne. Hinstellen, statt Sprung nehmen wir nur die Körperstreckung und gehen von hier aus wieder nach unten. Die meiste Zeit sage ich gar nicht viel dazu, wie du deine Füße dabei bewegen sollst. Hier gibt es natürlich verschiedene Varianten. Wenn du dich darauf konzentrieren kannst, kannst du gerne sagen, das eine Mal gehe ich mit dem linken Bein zuerst und mit dem rechten wieder zuerst nach vorne. Und beim nächsten Mal nehme ich rechts zuerst nach hinten und links zuerst nach vorne. Das kannst du so machen, wie du willst. Es ist natürlich super, wenn du das auf Dauer wechseln kannst. Wenn du wieder merkst, du kannst die Sprünge mit reinnehmen, dann starten wir Beine nach hinten, Stütze, ranziehen, hoch. Oder vielleicht sogar noch am Ende den kleinen Sprung. Also nochmal der richtige Sprawl, halten, halten, halten. Es ist immer wichtiger, die richtige Ausführung zu haben, als irgendeine Steigerung reinzunehmen. Ich bin mir sicher, desto besser dein Körpergefühl ist, desto besser kannst du auch entscheiden, welches deine richtige Form davon gerade ist. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass die Sprawls nur der Anfang sind. Nur damit du das weißt, zeige ich dir hier nochmal, der Burpee geht noch ein bisschen weiter. Das heißt, wieder
nach hinten, von hier aus runter, von hier aus hoch, runter, ranziehen, hochspringen. Dann hast du den ganzen Burpee. Jetzt ersparen wir uns aber erstmal die Liegestütz. Erstmal richtig ausführen. Das hat ja schon mal richtig gut geklappt. Mit jedem Mal, wenn du dieses Workout durchführst, wirst du merken, dass es viel, viel besser läuft. Wenn dir das Video gefallen hat, dann überleg dir doch mal, ob wir nicht noch den Kontakt zusammen mehr suchen. Du hast die eine Wahl, du kannst zum Beispiel meinen Kanal abonnieren. Denk aber dann auch an das kleine Glöckchen, denn dann sagt YouTube dir Bescheid, wenn ich wieder so ein geniales Video für dich aufgenommen habe. Dann ist es so, dass du die Möglichkeit hast, bei mir in den Livestream zu kommen. Du mach dich mal schlau auf dem Kanal, wann zurzeit die Uhrzeit ist, damit du das auch nicht verpasst. Hier kannst du mir Fragen stellen und ich werde sie dir dann auch beantworten. Wenn du eher der Mensch bist, der gerne zu Hause für sich alleine übt, dann empfehle ich dir mein Komplettprogramm. Das heißt meine zwei Online-Module, die du einfach von oben nach unten in deinem Tempo durcharbeitest. Und dann bin ich mir ganz sicher, wenn wir zusammen arbeiten, dass du auch diesen Sommer die Bikini-Figur hast, die du dir schon immer gewünscht hast. Denn wir wollen doch am Ende alle sexy Mütter sein, die ihr Leben richtig genießen können. Ohne unten auszulaufen, ohne einen Hängebauch zu haben und einfach nur glücklich sein und das natürlich auch ausstrahlen. Ich freue mich richtig darauf, dass wir beide uns im nächsten Workout, im nächsten Video wiedersehen und ich bin mir sicher, dass wir beide noch Kontakt zueinander haben werden. Richtig schöne Woche, sei erfolgreich, mach das Beste aus deinem Leben. Wir sehen uns wieder. Tschüss, sagt Maike Droste.